So, es startet ein Konzertvlog. Heute gehen wir zu Scooter Hyper Hyper. How much is a fish? Maria, Maria, lying it loud. Hab ich einen roten Kopf, Alter. Ja, die sind in Heringsdorf. Hier kommen die ganzen Urlauber und mal gucken, wie die Crowd sein wird. Ich werde ein paar Moshpits organisieren. Mal sehen, ob ich mit einer Anzeige rausgehe, wenn ich jemanden wegpoge. Wir werden das Publikum bewerten. Der Vlog wird in alter Oldschool-Art, auf Oldschool-Basis. Kuss, Kuss, Kuss. Lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Scooter findet und was der absolute Banger-Hit von Scooter ist. Und findet ihr, Hans-Peter ist ein krasser Name? Denkt ihr, HP ist das Beste, was er daraus machen konnte? Ich teile alles mit meinen Followern, weil ihr meine Gemeinde seid, meine Freunde. Ich habe richtig dollen Ausschlag am Hintern. Alter, was ist denn hier los? Ich habe bestimmt geschwitzt am Arsch. Und jetzt laufe ich hier und es brennt wie die Hölle. Gebt mir mal ein paar Tipps, wenn ihr auch mal Ausschlag am Hintern hattet. Um die richtige Pflege der After-Region, insbesondere wenn man am After etwas empfindlich ist. Guckt euch das an, das ist der Weg zum Scooter-Konzert. Wir sind nur noch ungefähr 100 Meter davor. Das ist alles wie immer hier in Heringsdorf. Wo sind die blondierten HP-Groupies? Oh, da ist er ja. Hallo. Da, wenn man sich die Leute hier so anguckt, hier ist wirklich alles. Man glaubt nicht, dass die alle 60 Euro dafür ausgegeben haben. Das ist richtig voll. Hätte ich niemals gedacht. Hier haben voll viele Leute so eine Sonnenbrillen auf, die so blinken. Ich leider nicht, weil ich bin noch nicht in der Midlife-Crisis. Tut mir leid. No front! Ich habe gerade für diese magere Mindesttüte zwei Stück davon 20 Euro ausgegeben. Skandal! 6 Euro kostet der ohne Alkohol. Ich habe gedacht, der kostet 6 Euro. Die Leute haben mich eben richtig krass angeglotzt vor mir. Heute wird Asi-Vlog! Was auf meinem Cocktail draufsteht. Sex, weil ich so viel ficke. Ich bin 42 und hatte nie Geschlechtsverkehr. Ich bin zwar heute auf einem Scooter-Konzert, aber ich muss sagen, Fun Fact. Und dort drinnen Anhängern, fangen es nicht Anhängern. Ja, ich tue ja. Nie tanzen, aber ficken ist der Schwanz. Hey meine Followers, es ist schon 20.21 Uhr und wir sind immer noch hier, aber Annika hat gesagt, um 19 Uhr geht's los. Hat sie gesagt? Guck mal, hier ist der Terminator aus der zweiten Staffel von Big Brother. Christian, alt ist er geworden. Und da vorne wird sich gerade Oropax in die Ohren gejagt. Beim Bier haben sie uns nicht rangenommen, die Nuttenkinder. Deswegen haben wir uns eine Fanta gekauft hier. Legal gekauft. Habe ich mir gekauft. Es ist jetzt 20.40 Uhr. Es hat immer noch nicht angefangen. Jetzt schiebt den alten Mann auf den Rollator rauf und let's go, ey! Let's go!
guten Handy. Aber du musst dir bewusst sein, dass du eine Sünderin bist, dass du ein Sünder bist. Boah, geil! Gott, ich werde wegen Hans-Peter, Leute. Hast Like und Abo da. Transforming the chill. Die Kokainkapsel zerplatzt in meinen Magen. Die Stewardess des Drive, wenn ich lasse einen Wagen an den Rand. Es ist jetzt 21.45 Uhr und es regnet. Der DJ davor hat gesagt, es wird heute nicht mehr regnen. Hurensohn, ich hab sie beim Wort genommen, ich hab keine Regenjacke mitgenommen. Es regnet richtig toll. Ey, wie mal aus hier! Es ist ja Spaß! Ich will nach Hause! Guck mal, die anderen Leute, die haben sich auch schon untergestellt. Geht immer so weiter. So, das war das Scooter-Konzert. Es hat geregnet. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eine Regenjacke schon in der Hand hattet und sie dann doch zu Hause gelassen habt, weil ihr gedacht habt, es regnet nicht? Heute ist Sonntag. Hyper, hyper. Hier liegen noch lauter Glasflaschen. Vor dem Konzert, nach dem Konzert. Alter, ich sehe gar nichts. Auf jeden Fall geht es den Leuten hier in Heringsdorf zu gut. Die sammeln dann nicht mal die Glasflaschen weg. 8 Cent. 8 Cent, dafür stehe ich noch nicht mehr auf, da war ich ein Gewehr kommen. Hier, guck mal, da sieht man das. Vielleicht sollte man mal auf dem Boden bleiben, ihr Heringsdorfer. Nehmt meine 8 Cent und seid glücklich damit, ihr Muttensilbe. Familie Eberwein. Hier sind noch Pfandflaschen. So, absolutes Abschlussfazit. Scooter-Konzert in Heringsdorf. Endlich war in der Gegend die Mauer los. Und danke an HP. First we save the wave, then we save deine Mutter, du Hurensohn.